Wenn du neurografisch zeichnest, dann weißt du sicherlich schon, dass wir immer zu einem Thema zeichnen. Warum? Weil die Neurografik eine Transformationsmethode ist. Was ist das jetzt schon wieder? Die Neurografik ist eine Transformationsmethode, weil wir mit Hilfe der Neurografik etwas in unserem Leben bewirken wollen. Wir wollen etwas ändern, etwas zum Positiven verwandeln. Und da nehmen wir die Neurografik einfach als Werkzeug, um diesen Veränderungsprozess in Gang zu setzen. Als Grundlage des Ganzen brauchen wir dann ein Thema, weil ohne Thema wissen wir ja gar nicht, was wir überhaupt verändern wollen. Wie und warum Neurografik funktioniert, das erkläre ich dir gern im Basiskurs. Aber du kannst natürlich ohne Basiskurs auch neurografisch zeichnen, ganz klar, aber eben zu einem Thema. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was aus meinem Leben könnte ich denn als Thema nehmen? Und muss ich das speziell formulieren? Muss ich das irgendwie aktivieren? Oder gibt es auch Themen, die ich lieber nicht neurografisch bearbeiten sollte? Das sind ganz, ganz viele Fragen und auf alle diese Fragen habe ich eine Antwort und die zusammengepackt in einen Kurs. Der Kurs heißt Dein Thema in der Neurografik und ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Und nach dem Kurs wirst du sicherlich das Thema gefunden haben, mit dem du deine nächste neurografische Zeichnung starten kannst. Schau in die Beschreibung unter diesem Video, da steht dann der Link zum Kurs. Er ist jetzt auch noch sagenhaft günstig, also ein Schnäppchen, das dir hilft, wenn du neurografisch zeichnen möchtest. Ich bin Ingrid Werner, Neurografiktrainerin und ich freue mich, wenn du bei meinem Kurs mitmachst. Bye bye.